Daniel Gräf macht seiner Schwester Melina und ihrem Freund Alex Pukidis das Leben zur Hölle, weil er gegen ihre Liebesbeziehung ist. Als Daniel zusammengeschlagen wird, hält der ermittelnde Kriminalkommissar Alex für den Täter. Dem 20-Jährigen droht nun eine Haftstrafe. Doch Floristan Gödings will das verhindern. Was wird ihm denn vorgeworfen? Herr Pukidis hat versucht, Herrn Gräf mit einem Feuerlöscher zu erschlagen. Und wir haben ihren Mandanten mit der Tatwaffe erwischt. Ich nehme an, er wollte sich für eine Schlägerei rächen. Aha, okay. Und was sagt Herr Gräf dazu? Er ist noch bewusstlos. Dementsprechend konnten wir ihn jetzt noch nicht befragen. Aber wir haben ihren Mandanten in der Werkstatt seines Vaters mit der Tatwaffe ertappt. Das stimmt doch gar nicht. Ich habe Daniel in der Werkstatt gefunden. Ja, und da war er schon bewusstlos. Ach, das ist eine reine Schutzbehauptung, Herr Pukidis. Ungeachtet dessen, wie können Sie sich denn eigentlich erklären, dass Herr Gräf in der Werkstatt von dem Vater meines Mandanten war? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Er ist, wie gesagt, noch nicht bei Bewusstsein. Hm. Gut, ich würde Sie bitten, dass es möglich ist, dass ich mal ganz kurz mit meinem Mandanten unter vier Augen sprechen darf. Das ist kein Problem. Gut, danke schön. So, dann mal los. Wirklich, Sie müssen mir glauben. Ich habe nur meinen Vater an der Werkstatt besucht, weil ich mit ihm reden wollte. Und da lag dann Daniel bewusstlos. Und auf ihn lag halt der Feuerlöscher, mit dem er niedergeschlagen worden ist. Und als ich ihm helfen wollte, habe ich den halt angefasst und weggeräumt. Herr Pukidis, ich glaube Ihnen natürlich. Dann stellt sich aber die Frage, wer es wirklich gewesen ist. Also ist Ihnen irgendwas Merkwürdiges aufgefallen? Gibt es irgendjemanden, dem Sie die Tat zutrauen würden? Nein, niemand. Genau das ist ja das Problem. Ich habe nämlich echt Angst, dass es mein Vater gewesen sein könnte. Vielleicht hat er Daniel in der Werkstatt niedergeschlagen mit dem Feuerlöscher. Tja, also den Gedanken hatte ich auch schon. Ja, aber das Problem ist ja, mein Vater hat schon echt viele Probleme mit der Werkstatt. Und dann kommt jetzt noch diese Sache hinzu. Ich glaube, ich nehme die ganze Sache auf mich. Gut, Herr Pukidis, das werden Sie natürlich nicht tun. Das ist doch ganz klar, wenn es Ihr Vater gewesen ist, dann muss er die Verantwortung für seine Tat selber tragen. Und davon mal abgesehen, wir wissen doch gar nicht, ob er wirklich der Täter ist. Und was passiert jetzt mit mir? Tja, also das sieht nicht gut aus. Ich meine, immerhin, Sie waren am Tatort mit der Tatwaffe und Sie haben ein Motiv. Ich will Ihnen hier wirklich keine Hoffnungen machen. Heißt das, ich muss ins Gefängnis? Wie gesagt, ich versuche das zu umgehen. Ich werde auch weiterhin recherchieren. Ich werde zunächst mal mit Ihrem Vater reden natürlich und natürlich auch mit der Familie Gräf. Also da werden Sie sich auf jeden Fall die eine oder andere Information ziehen lassen. Ich würde Ihnen empfehlen, reden Sie auch mit der Mutter von Melina. Sie heißt Vera Kümpel und wohnt in Hamburg. Von der können Sie zumindest ehrliche Antworten erwarten. Ich werde alles in meiner Macht Stehende unternehmen, um Beweise für die Unschuld meines Mandanten zu sammeln. Und im besten Fall werde ich so auch den wahren Täter finden. Für mich bleibt der Vater meines Mandanten weiterhin verdächtig, aber auch die Familie Gräf möchte ich nicht ausschließen. Da alle Beweise gegen Alex sprechen, kommt der 20-Jährige in Untersuchungshaft. Um ihn vor einer langjährigen Haftstrafe zu bewahren, guckt sich Floristan Gödings den Tatort an, an dem auch die Spurensicherung schon ihre Arbeit aufgenommen hat. Der Jurist hofft, dort Hinweise auf den wahren Täter zu finden und Nico anzutreffen. Denn telefonisch konnte ihn bisher weder der Jurist noch die Polizei erreichen. Ach, Entschuldigung, wenn mal vielleicht einer herkommen könnte, hier liegt was. Das vielleicht mal kurz hochheben. So, was steht denn da drauf? Zur Gesellenprüfung. Das ist ein Feuerzeug. Ich würde Ihnen ganz gerne Visitenkarte geben von mir, dass es mir ein Foto vielleicht zuschicken könnte. Mach, ja? Ja, ja, vielen Dank. Gut. Hallo, ich hab gesagt, Sie kommen hier nicht. Hallo. Ich arbeite hier, ja, das ist meine Werkstatt. Ja, Motto, Gamato. Muss Harapola, Mokam. Ja, komm, das durch. Herr Pukidis. Was ist los? Kommen Sie mal her. Herr Pukidis. Was ist hier passiert? Wo waren Sie denn? Ich war spazieren, ist doch nicht verboten, oder? Also, verschaukeln kann ich mich selbst. Wissen Sie eigentlich, was hier gerade los war? Herr Daniel Gräf ist niedergeschlagen worden und liegt bewusstlos im Krankenhaus. Was macht der Gräf in meiner Werkstatt? Ich hätte gehofft, dass Sie mir was dazu sagen können. Denken Sie, dass ich das gemacht habe oder was? Also so ganz unwahrscheinlich ist es ja nicht. Schließlich haben Sie ein Motiv. Was für ein Motiv? Das ist doch lächerlich. Was soll das bitte sein? Also jetzt mal die Karten auf den Tisch. Ich habe ein bisschen recherchiert. Ihr Laden ist pleite. Der Herr Gräf hat es doch geschafft. Sie sind ruiniert. Ist immer noch kein Grund, den Sohn von Paul Gräf hier niederzuschlagen. Gut, also wo waren Sie denn jetzt wirklich? Ich war beim Platongrill hier um die Ecke. Hab mit meinem alten Kumpel um den Verkauf der Werkstatt gehandelt. So. Und das war 3-4 Stunden her. Und der Wirt kann das bezeugen und er übrigens auch. Jetzt mal ganz im Ernst, Sie verkaufen die Werkstatt? Puh, wissen Sie, ich habe einfach keine Kraft mehr. Ich kann nicht mehr. Der Paul hat's geschafft. Ich habe keine Lust mehr, gegen ihn anzukämpfen. Und zumal ich weiß, dass der Alex mit Melina zusammen ist, habe ich es einfach aufgegeben. Das sind natürlich schlechte Nachrichten. Herr Pukidis, ich habe leider noch eine weitere schlechte Nachricht für Sie. Und zwar ist Ihr Sohn verhaftet worden.
Der ist von der Polizei hier aufgefunden worden, während er versucht hat, dem Daniel zu helfen. Die Polizei sieht das jetzt so, dass er der Täter ist. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Ich muss sofort zu ihm hin. Sofort. Das werde ich einrichten. Ich würde Sie aber noch bitten, dass Sie ganz kurz vielleicht versuchen, die Melina anzurufen. Ich habe sie auch schon versucht anzurufen, aber bei mir geht sie nicht ran und der Alex hat sich das gewünscht, dass sie kommt. Jetzt werde ich erstmal ein Handyprofil anfordern, um so die Verbindungen von Alex Handy zu den Funkmasten zu überprüfen, denn so lässt sich feststellen, ob mein Mandant zur Tatzeit am Tatort gewesen ist. Und mit viel Glück kriege ich ihn schon so aus der U-Haft raus. Die Nachricht über Alex' vermeintliche Gewalttat entsetzt Melina zutiefst. Auch wenn sie kein gutes Verhältnis zu Daniel hat, macht sie sich große Sorgen um ihren Bruder, denn er ist mittlerweile ins Koma gefallen. Gemeinsam mit Nico besucht Melina ihren Freund in der JVA. Sie weiß nicht, ob sie Alex solch eine Straftat zutrauen soll oder nicht. Daniel liegt im Koma, Alex. Ja, das tut mir wirklich leid. Aber ich war das wirklich nicht. Du musst mir einfach glauben. Ich habe sogar versucht, Daniel zu helfen. Wie kommen denn deine Fingerabdrücke auf den Feuerlöscher? Ja, weil ich ihn angefasst habe. Aber nicht, um ihn etwas anzutun. Sowas würde ich doch niemals tun, Melina, das weißt du. Ich bin mir da nicht so sicher. Ich meine, du warst am Tatort und du warst sauer auf ihn, weil er dich verprügelt hat. Ja, das stimmt. Trotzdem würde ich sowas niemals tun. Merkst du nicht, dass du wie dein Vater gerade redest? Hä, so ein Quatsch! Wo war der eigentlich, als das Ganze passiert ist? Spinnst du jetzt total? Das heißt doch noch lange nicht, dass er seinen eigenen Sohn ins Koma prügeln würde. Du kommst nicht mehr klar. Melina, warte. Es tut mir doch leid. Ich möchte doch auch nur wirklich wissen, was passiert ist. Kannst du das denn nicht nachvollziehen? Lass mich, Alex. Warum bist du so abweisend zu mir? Wir halten doch sonst auch immer zusammen. Ich weiß nicht, ob das mit uns beiden noch richtig ist. Bist du jetzt hier, um mit mir Schluss zu machen? Keine Ahnung, aber solange ich nicht weiß, was passiert ist, geht das einfach nicht. Deshalb bin ich auch gestern wieder zurück zu meinem Vater. Mach das nicht, bitte. Tut mir leid, Alex, ich kann das einfach nicht. Melina, jetzt warte doch mal, bitte. Du kannst doch jetzt nicht einfach so gehen. Melina! Junge, lass sie. Das wird schon. Ganz ruhig. Um mehr über die zerstrittenen Familien zu erfahren, hat sich Florestan Gödings mit Daniels Mutter Vera Kümpel im Krankenhaus verabredet. Die 42-Jährige hat sich vor einem Jahr von Paul getrennt und ist nach Hamburg gezogen. Der Jurist will von ihr wissen, ob sie sich vorstellen kann, wer ihren 19-jährigen Sohn ins Koma geprügelt haben könnte. Sehen Sie mal, wie geht's Ihnen und Daniel? Ach Mensch, hören Sie bloß auf. Ich mache mir so eine Sorgen, das ist unverändert. Er ist immer noch nicht wach geworden. Und ich sage Ihnen eins, hätte ich Paul damals nicht verlassen, dann wäre das Ganze hier nie passiert. Wie meinen Sie das denn? Wenn ich Ihnen das erzählen soll, weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Wenn Sie wollen, ganz von vorne. Das wäre schon sehr hilfreich, wenn ich alles über die Familiengeschichte wissen dürfte. Wissen Sie, Paul hat mich nie geliebt. Geliebt hat er Miranda. Also Miranda, Nikos Frau. Sie war halt seine große Liebe, bis selbst noch nach dem Tod. Ich war nur eine Affäre für ihn. Naja, und dann war ich schwanger. Mit dem Sebastian? Genau, mit dem Sebastian. Naja, und wie es dann halt so ist, ne, dann haben wir es halt miteinander probiert. Wir haben geheiratet, wir haben noch zwei weitere Kinder bekommen. Aber ich sag Ihnen eins, ohne Liebe hält eine Beziehung nicht auf Dauer. Irgendwann hatte ich echt keine Kraft mehr. Aber Sie sind dann trotzdem bei ihm geblieben? Ja, na klar bin ich dann trotzdem bei ihm geblieben. Ich wollte ja auch, dass unsere Kinder dann auf eigenen Beinen stehen. Und so lange wollte ich zumindest warten. Und dann kam halt vor einem Jahr ungefähr ein Jobangebot aus Hamburg. Naja, dann halt die Initiative ergriffen und habe mich dann von Paul getrennt. Ne? Und die Kinder wollten dann lieber beim Vater bleiben? Ja, ich wollte die Kinder natürlich unbedingt mitnehmen. Aber ja, wie das so ist, die haben halt hier auch in Berlin ihre Freunde. Und die wollten die Schule beenden, die Ausbildung beenden. Aber wir haben uns auf jeden Fall regelmäßig gesehen. Das schon. Der Jurist möchte von Vera wissen, wie das Verhältnis zwischen Daniel und seinem Bruder ist. Er vermutet, dass es auch innerhalb der Familie oft zu Auseinandersetzungen kommt und Sebastian seinen eigenen Bruder im Streit niedergeschlagen haben könnte. Er hat halt in letzter Zeit ständig mit seinem Bruder und mit seinem Vater Auseinandersetzungen. Anstatt ich die Hilfe rufe, gleich höre und hierher komme, nee, da komme ich erst, wo es zu spät ist, wo er jetzt da liegt. Was ging es denn bei den Auseinandersetzungen?
Sie müssen sich das so vorstellen, der Daniel, ja? Der Daniel, der ist ein ruhiger, ausgeglichener, nachdenklicher Mensch. Ja? Und der Sebastian hingegen ist völlig anders. Der eifert seinem Vater nach. Und das wird eben doch von Daniel verlangt. Auch im Hinblick auf die Familie Pukidis? Ja, sicher. Daniel hat mich ständig angerufen. Der wusste selber nicht mehr ein und aus. Der hat nur noch gesagt, es muss bald ein Ende haben. Sebastian und Paul würden den Niklas so dermaßen fertig machen. Und er könne da halt nicht mehr länger zuschauen. Glauben Sie, dass das der Grund ist, warum der Daniel hier liegt? Wie? Sie meinen jetzt, ob ich Sebastian oder Paul zutraue, dass die Daniel zusammengeschlagen haben? Wissen Sie, Sebastian ist wirklich nicht ohne. Aber seien Sie nicht sauer. Das ist mein Sohn. Und ich möchte das keinem von beiden zutrauen. Und wenn Sie mich jetzt bitte entschuldigen würden, ich würde gern wieder rein zu Daniel und werde auch gleich wieder abgeholt. Frau Köppel, es war trotzdem ganz nett, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ja? Vielen Dank. Kein Ding. Machen Sie es gut. Schönen Tag noch, ja? Tschüss. Hallo? Aha. Ja, das ist doch sehr interessant. Nee, ich komme sofort vorbei. Ja. Alles klar. Auch wenn Frau Kümpel nichts sagen will, glaube ich schon, dass sie dem Sebastian einiges zutraut. Den sollte man also auf jeden Fall im Auge behalten. Den Vater allerdings auch. Aber alles zu seiner Zeit. Ich habe gerade einen Anruf bekommen. Die Anrufprotokolle von Nico und Alex Pukidis sind ausgewertet worden. Und ich hoffe, dass sich so beweisen lässt, dass der Alex zur Tatzeit nicht am Tatort gewesen ist. Floristan Gödings beantragt sofort einen Haftprüfungstermin für Alex. Er will der Richterin Ariane Hübner und dem zuständigen Staatsanwalt Tom Merz die Unschuld seines Mandanten beweisen und ihn aus der U-Haft holen. Der Jurist rechnet sich gute Chancen aus. Schließlich kann Alex zum Zeitpunkt der Tat nicht in der Werkstatt gewesen sein. Also, Herr Rechtsanwalt, so viel hat sich nicht verändert zugunsten Ihres Mandanten. Er hat ein Motiv und er ist mit der Tatwaffe am Tatort angetroffen worden. Das stimmt, aber das ist eigentlich auch schon alles, denn mein Mandant ist nach wie vor verletzt. Er hat Schmerzen und er hat zwei angebrochene Rippen. Also das ist physikalisch schlichtweg unmöglich, hier mit dem Feuerlöscher noch zuzuschlagen. Also das sehe ich anders. Herr Pukidis hatte den Feuerlöscher ja in der Hand. Also wird er auch in der Lage gewesen sein, damit zuzuschlagen. Das sehe ich anders. Aber interessant ist der Feuerlöscher natürlich trotzdem. Und zwar deswegen, weil neben den Fingerabdrücken von meinem Mandanten und dessen Vater auch noch weitere Fingerabdrücke gefunden worden sind. Und die sind dem Täter zuzuordnen. Wenn überhaupt konjunktiv. Sie könnten vom Täter stammen. Also ich bin fest davon überzeugt, dass sie dem Täter zuzuordnen sind. Es gibt aber noch einen weiteren Umstand, der meinen Mandanten wirklich nachhaltig entlastet. Und zwar war das doch so, dass der Tatzeitpunkt zwischen 11.30 Uhr und 11.45 Uhr festgelegt wurde. Ja, das ist richtig. Sehr gut. Und zwar habe ich die Handyanrufe meines Mandanten auswerten lassen. Er hat nämlich versucht, seinen Vater anzurufen an dem besagten Tag. Und da können Sie erkennen, das reiche ich mal zu Gericht und ist auch für Sie interessant, Herr Staatsanwalt, dass um 11.34 Uhr mein Mandant 5 Kilometer entfernt war vom Tatort. Da er aber nicht mobil unterwegs war, also weder mit dem Fahrrad oder ähnliches, sondern nachweislich zu Fuß, kann er nicht am Tatort zur Tatzeit gewesen sein. Damit ist er unschuldig. Herr Staatsanwalt? Also, sein Handy, das könnte ja auch jemand anderes gehabt haben. Also, das sind mir alles zu viele Ungereimtheiten. Der Beschuldigte wird gegen Meldeauflagen aus der Untersuchungshaft entlassen. Vielen Dank. Das ging doch mal gut aus für Sie, ne? Ja. Hätte auch anders gehen können. So, merken Sie sich, so mit dem Gesetz in Konflikt kommen, das macht keinen Sinn. Ich habe noch was anderes, was ich ganz gerne mit ihm besprechen würde. Und zwar habe ich hier ein Foto. Gucken Sie das mal an. Das ist ein Feuerzeug. Und aus diesem Feuerzeug, das wurde am Tatort sichergestellt, auf diesem Feuerzeug sind die Fingerabdrücke drauf genau die gleichen wie auf dem Feuerlöscher. Das heißt, es gehört derselben Person. Kennen Sie dieses Feuerzeug? Nee, hab's noch nie gesehen. Dann würde ich es ganz gerne der Melina zeigen. Vielleicht gehört das Feuerzeug einem aus ihrer Familie. Kann ich das vielleicht machen? Ich würde sowieso gerne noch mal mit Melina quatschen. Gut, können Sie machen. Ja. Aber dann informieren Sie mich gleich, sobald Sie eine Antwort haben, ja? Auf jeden Fall, das werde ich machen. Alex ist unendlich erleichtert, endlich wieder frei zu sein. Doch er hat Angst, Melinas Vertrauen verloren zu haben. Der 20-Jährige ist fest entschlossen, um seine große Liebe zu kämpfen und ihr klarzumachen, dass er unschuldig ist. Kurzerhand passt er sie auf dem Nachhauseweg von der Schule ab. Was machst du denn hier? Bist du wieder frei? Ja, allerdings gegen Auflagen. Das heißt, deine Unschuld ist noch nicht bewiesen? Naja, noch nicht völlig, aber die Sache ist so gut wie durch. Melina, ich musste dich einfach sehen, komm schon. Bitte. Mann, Alex, ich hab dir doch gesagt, dass ich Abstand brauche. Liebst du mich denn nicht mehr?
Darum geht's doch gar nicht. Aber Daniel liegt immer noch im Koma. Und solange ich nicht weiß, wer mir es angetan hat, kann ich einfach nicht so weitermachen wie vorher. Mann, es tut mir leid, aber bitte akzeptier das. Und Melina, jetzt warte doch mal bitte. Ich muss dir etwas zeigen. Guck mal. Dieses Feuerzeug hat mein Anwalt in der Werkstatt gefunden. Kommt dir das vielleicht bekannt vor? Es lag vor eurer Werkstatt? Ja, anscheinend gehört es dem Täter. Wie kommst du darauf? Naja, die Fingerabdrücke, die auf diesem Feuerzeug waren, waren auch auf dem Feuerlöscher drauf, mit dem Daniel niedergeschlagen worden ist. Also, kennst du es? Mann, Alex, nein, ich kenne es nicht und jetzt lass mich einfach. Melina, was machst du? Sag mal, ich glaube das nicht. Was machst du denn hier? Wieso ist denn dein Arsch nicht im Knast vorhin gehört? Wie oft soll ich dir noch sagen, lass deine Griffe von meiner Tochter, Mann? Reicht dich das mein Sohn auf, wir wissen, hast du was? Ich hab Daniel nicht mal angerührt, ist doch eine Lüge. Das glaubst du doch wohl selber nicht. Was triffst du dich noch mit dem Happelmann hier? Der hat dein Bruder auf, wir wissen. Mann, Papa, es ist nicht so einfach. Ist nicht so einfach? Und du verziehst dich hier, Mann. Mach eine Abflugkeule. Komm mit hier. Was quatschst denn du noch mit dem? God knows what is hiding in those weak and drunken hearts. Enttäuscht berichtet Alex Floristan Gödings, dass Melina ihm gar nicht zuhören wollte und das Feuerzeug nicht kennt. Der Jurist war in der Zwischenzeit nicht untätig und hat Interessantes herausgefunden. Und zwar ist es so, dass ich den Hersteller des Feuerzeugs ausfindig gemacht habe und ich habe ihm auch ein Foto von dem Feuerzeug geschickt. Das ist nämlich eine Sonderanfertigung. Und jetzt raten Sie mal, wer dieses Feuerzeug in Auftrag gegeben hat. Wer hat es denn in Auftrag gegeben? Ja, das war der Opa von Sebastian, also quasi der Vater von Paul Gräf. Und der hat das seinem Sohn zur Gesellenprüfung geschenkt. Das heißt, Paul hat Daniel niedergeschlagen? Seinen eigenen Sohn? Ja, sehen Sie, und ich glaube genau, dass Melina eben das Feuerzeug erkannt hat und sich deswegen so komisch verhalten hat. Was mich jetzt allerdings noch wundert, ist, warum Paul und Daniel Gräf in der Werkstatt ihres Vaters gewesen ist. Das ist Melina. Hallo, Melina? Okidis, mir kommt da gerade so eine Idee. Nina, warte mal bitte kurz. Ja, die wäre? Und zwar könnte ich mir vorstellen, wie wir die Täter kriegen könnten. Sie wäre zwar ein bisschen unkonventionell, die Vorgehensweise. Und ihre Freundin müsste mitmachen, aber es wäre eine gute Sache. Da bin ich schon mal gespannt. Nina, hast du das gehört? Auch wenn das Feuerzeug tatsächlich auf Paul Gräf als Täter hinweist, will ich seinen Sohn Sebastian als Verdächtigen nicht ausschließen, denn seine aggressive und impulsive Art, die passt einfach besser zur Tat. Und außerdem ist er der Einzige in der Familie, der raucht und deswegen auch ein Feuerzeug braucht. Alex Pukidis wird vorgeworfen, den 19-jährigen Daniel Gräf ins Koma geprügelt zu haben. Floristan Gödings vermutet, dass Daniels eigener Bruder Sebastian ihn niedergeschlagen hat. Der Jurist will Sebastian dazu bringen, zu gestehen. Und dabei soll Paul Gräf ihnen helfen. Bitte? Ja, sag mal, was machst du denn schon wieder hier? Ich habe dir tausendmal gesagt, du sollst deine Finger von meiner Tochter lassen. Verpfeif da eben, folg mich, vergesse, Mann! Ja, Moment mal! Was ist denn? Sie haben schon recht, ich bin wegen Melina hier, aber ich wollte dir nur Bescheid geben, dass Melina sich selbst anzeigen will. Sie behauptet, dass sie Daniel niedergeschlagen hat. Was erzählst du denn da, Mann? Ja, mein Anwalt hat mich gerade angerufen. Melina ist gerade bei ihm. Und er hat dir irgendein Bild von einem Feuerzeug gezeigt. Ja, und? Was ist damit? Ja, das Feuerzeug wurde an dem Tag, als das mit Daniel passiert ist, vor der Werkstatt meines Vaters gefunden. Das war eine Sonderanfertigung mit irgendeiner Gravur. Da war Geselle? Irgendwas mit Geselle. Bist du sicher, oder was? Ja, Melina hat da wohl auch total komisch drauf reagiert. Sie meinte, dass es ihr Feuerzeug gewesen ist, dass sie das auf dem Flohmarkt gekauft hat. Ja, und nun möchte sie sich der Polizei stellen. Meine Tochter macht sowas nicht. Verstehst du? Am Ende will ich schon nur decken, Mann. Verpfeif da hier. Er macht da vom Acker, Mann. Wie vom Juristen vermutet, sucht Paul seinen Sohn sofort auf, um ihn zur Rede zu stellen. Denn Paul weiß, dass Sebastian der Einzige ist, der das Feuerzeug benutzt. Floristan Gödings Trick hat funktioniert. Geht's dir zu, dass du mit warst? Herr Gräf, gib es zu! Jetzt lassen wir mal ihren Sohn in Ruhe. Was ist denn hier? Jetzt lassen wir hier. Mann, du hast den da liegen lassen. Der könnte tot sein. Sebastian, was wollten Sie in der Werkstatt machen? Das sage ich jetzt gar nichts mehr. Wollten Sie die anzünden, genauso wie Sie die Mülltonnen angezündet haben? So war es doch, oder? Ihr Bruder, der Daniel, der wollte das verhindern. Deswegen hat er auch den Feuerlöscher gebraucht. Und deswegen gab es ein Handgemenge. Und dann ist es eben passiert. Dann kam plötzlich mein Mandant rein. Und dann sind Sie abgehauen, damit es so aussieht, als ob mein Mandant der Täter ist. Ja?
Der Daniel, der will die Familienfehde schon lange nicht mehr. Genau deswegen haben sie auch so oft Streit, stimmt's? Moment mal, das kann so ja nicht stimmen. Der Daniel, der hasst den Nico genauso sehr wie ich. Ihre Ex-Frau sagt aber was ganz anderes. Sie hat doch überhaupt keine Ahnung, Mensch, ihr wisst ja nicht, was los ist, Mensch. Der Daniel wäre mir nie so in den Rücken gefallen. Boah, mach doch mal die Augen auf, sag mal, checkst du gar nichts mehr? Daniel ist genauso ein ähnlicher Verräter wie Melina. Ich bin der Einzige, der zu dir hält. Was erzählst du da? Ja, der Anwalt hat schon recht. Daniel hat ja gar keinen Bock mehr auf den ganzen Scheiß. Er hat sogar gesagt, dass wir Melina zuliebe zu Alex und zu Nico gehen sollen und uns entschuldigen sollen. Ja, so viel zu deinem tollen Mustersohn. Also, dann stimmt es also. Dann haben sie Daniel niedergeschlagen. Es ist schon so, wie sie sagen. Mann, ich hab's doch nur für dich gemacht. Ich wollte ein einziges Mal Anerkennung. Einmal. Weißt du, wie ich mich fühle? Ich fühle mich die ganze Zeit wie so ein Außenseiter. Wieso das denn? Ey, das fragst du noch? Ich bin ja nur der Unfall, warum du und Mama geheiratet haben. Und Melina, eure kleine Prinzessin, und Daniel, euer Lieblingssohn. Und wo war ich dabei? Sehen Sie, wo das hinführt, Herr Gräf. Ihr ganzer Hass, Ihr verletzter Stolz. Ihr Sohn hat sich für Sie strafbar gemacht. Er hat seinen eigenen Bruder ins Koma geschlagen. Meinen Sie nicht, dass es langsam reicht? Daniel wollte Sebastian daran hindern, Nikos Werkstatt anzuzünden. Dabei kam es zum Handgemenge und Sebastian schlug zu. Die Sache ist aus dem Ruder gelaufen. Ich habe mich da viel zu sehr drin gesteigert. Ich habe meine Kinder auch noch mit drin gezogen. Meine Ehe ist auch kaputt. Scheiße. Ja, aber mein Vater ist auch nicht ganz unschuldig. Freunde werden wir bestimmt nicht mehr, aber ich glaube, es ist Zeit, langsam mal den Streit zu begraben. Ja, das denke ich aber auch. Ja. Naja, wenn Sie es wirklich ernst meinen, kann ich ja mal mit ihm reden. Ich meine es wirklich ernst. Wirklich, es tut mir alles so leid. Du bist schwer in Ordnung, Alex. Dankeschön. Du und Melina, ihr habt meinen Segen, okay? Mir ist gerade schlagartig bewusst geworden, wie viel Mist ich in den letzten Jahren gebaut habe. Klar hatte ich Grund, sauer zu sein auf Nico. Ich wollte ihn vernichten, nicht nur beruflich, auch privat. Ich habe ihn sogar für Mirandas Tod verantwortlich gemacht, obwohl ich wusste, dass er unschuldig ist. Wie konnte ich nur so weit gehen? Auch wenn das Ganze jetzt nach Happy End aussieht, muss sich Sebastian Gräf für seine Tat verantworten, zumal sein Geständnis meinen Mandanten abschließend entlastet. Allerdings bin ich auch sehr erleichtert, dass diese Angelegenheit jetzt aufgeklärt ist und dass dieser Familienstreit hoffentlich der Vergangenheit angehört. Alex und Melina haben wieder zueinander gefunden und müssen sich nicht mehr länger verstecken. Paul hat sich aufrichtig bei Nico entschuldigt und auch Sebastian bereut sein Handeln zutiefst. Er hat der Polizei gestanden, seinen Bruder niedergeschlagen zu haben und sitzt seitdem in Haft. Doch es gibt auch gute Neuigkeiten. Es ist was total Gutes passiert. Daniel ist wieder aufgewacht. Das ist ja super. Wie geht's ihm denn? Gut, er war sogar wieder ansprechbar und Mama und Papa sind jetzt bei ihm. Beide zusammen? Ja, seitdem Mama wieder öfters bei uns ist, verstehen die beiden sich wieder viel besser. Also heißt es, dass sie wieder zusammenkommen? Nein, es ist eher freundschaftlich, aber die ziehen jetzt an einem Strang und ist total super so. Sag mal, was hältst du eigentlich davon, wenn wir mal Daniel zusammen im Krankenhaus besuchen? Gerne. Apropos, Mama hat mir vorhin erzählt, dass Sebastian möchte, dass wir ihn zusammen in der JVA besuchen kommen. Wie komme ich denn zu dieser Ehre? Ich weiß, was er gemacht hat, war totaler Mist, aber denkst du nicht, du könntest ihm das verzeihen, auch wenn es eigentlich nicht zu entschuldigen ist? Verzeihst du ihm denn? Na, ich denke schon. Ich glaube, er bereut wirklich, was er gemacht hat. Und außerdem ist meine Familie jetzt gerade wieder am Zusammenwachsen. Und da will ich nicht, dass er ausgeschlossen ist. Er hat ja auch eine positive Seite an sich. Da bin ich ja mal gespannt. Aber nachdem unsere Väter sich endlich wieder vertragen haben, da will ich mal nicht so sein. Danke, du bist der Beste. Sebastian Gräf wurde wegen Sachbeschädigung und gefährlicher Körperverletzung zu einer Bewährungsstrafe von 2 Jahren verurteilt. Sein Bruder Daniel hat wegen gefährlicher Körperverletzung 6 Monate auf Bewährung bekommen. Melina und Alex sind überglücklich, dass ihre Familien ihre Liebe endlich akzeptieren.